Hallo und herzlich willkommen bei Welt der Gesundheit TV. Schön, dass du mit dabei bist. Bei mir dreht sich heute alles um den Vagusnerv, auch genannt Ruhe- oder Erholungsnerv. Ja, er ist in aller Munde, aber was genau ist denn nun eigentlich der Vagusnerv? Wozu zählt er und warum ist er so wichtig für uns? Das erfahre ich heute von Dr. Med-Infried Hober zum Thema den Vagusnerv für immer mehr inneren Ausgleich. Ich wünsche viel Spaß im Interview. Hallo Ingrid, herzlich willkommen in unserem schon mittlerweile 6. Interview. Also wir sehen, es gibt immer noch viele spannende Themen, die wir miteinander besprechen können. Und heute haben wir auch ein tolles Thema, nämlich den Vagusnerv. Ja, ich grüße dich. Der Vagusnerv ist sozusagen der Ruhe- und Entspannungsnerv, wie du ihn wahrscheinlich nennen würdest. Genau. Ich nenne ihn so ein bisschen den Dirigenten der Selbstheilung, der Regeneration. Und der verantwortlich ist dafür, dass die Rhythmen in unserem Körper auch immer im Einklang funktionieren. Da sind die Rhythmen des Herzens, der Herzschlag, der Rhythmus der Atmung, der Rhythmus der Hormone, der Rhythmus der Sekrete, des Augenzwinkerns. Das sind alles Rhythmen, die hier ablaufen und die wollen in Schach gehalten werden. Und der Vagus ist wie so ein Direktor oder wie ein Dirigent dieser Rhythmen, und wenn sie in Balance sind, dann können wir sehr, sehr alt werden und sehr, sehr gesund alt werden und haben dann auch unser volles Potenzial zur Verfügung, um sinnerfüllt zu leben. Ja, der Vagusnerv ist ja auch irgendwie so in aller Munde, also plötzlich spricht jeder über den Vagusnerv. Was genau ist denn das für ein Nerv? Also wo läuft der lang und welche Organe umfasst der Vagusnerv? Ja, wir können es gleich ganz praktisch machen. Der Vagusnerv ist sozusagen verantwortlich für die Kohärenz, für das geordnete Zusammenspiel von Kopfhirn, Herzhirn und Bauchhirn. Mhm. Drei Hirne, die wir haben, die alle drei mit Vagusfasern durchdrungen sind. Und wenn wir den Vagusnerv aktivieren wollen, dann spielt zum Beispiel das Lächeln auch eine Rolle, weil auch die Fasern des Facialisnervs, wir haben 44 Facialisnervfasern, sind Vagusfasern. Das heißt, mit jedem Lächeln trainieren wir den Vagusnerv. Auch wenn wir in der Meditation summen, oder zum Beispiel das Om auch summen, dann ist die Vibration, betrifft den Larynxnerv, und der ist auch ein Vagusnerv. Wenn wir Bauchatmung machen, ne, Bauchdecke vor und zurück, 1, 2 atmen, dann pressen wir die Hohlorgane zusammen, die auch Vagusnerv durchdrungen sind. Wenn wir das Ohrläppchen massieren, wenn wir im Innenohr, am Gehör, am Knöchelchenausgang massieren, das sind alles Vagusfasern. Wenn wir hier den Bauch massieren, auch Vagusfasern. Und da können wir ganz viel tun, um den Vagusnerv zu stimulieren. Warum ist es jetzt so wichtig? Ist ja die Frage. Da müssen wir ins Neandertal zurückgehen. Im Neandertal war es so, stell dir vor, es raschelt im Busch und ein Sägezahntiger könnte aus dem Busch springen. So, jetzt hat sich im Laufe der Evolution herausgebildet die Fähigkeit, dass wenn Gefahr droht, der Körper automatisch Adrenalin ausschüttet, ein Stresshormon. Und das führt sofort dazu, dass der Körper maximal kampfbereit gemacht wird. Das heißt, der Puls geht hoch, der Blutdruck geht hoch, die Atmung beschleunigt sich, die Muskeln spannen sich an, Immunfaktoren werden ausgeschieden. Cholesterin als Verbandmaterial wird ausgeschieden, für den Fall, dass es zu einer Verletzung kommt, dass sich die Wunde schnell wieder schließt. Zucker wird ausgeschieden, um möglichst viel Glukosebereitschaft zu haben, um jetzt gut zu kämpfen oder ganz schnell wegzulaufen. Gleichzeitig wird jetzt alles runtergefahren, was nicht gebraucht wird. Das heißt, der Vagusnerv wird sozusagen abgeschaltet. Was wird jetzt nicht gebraucht? Verdauung wird für den Kampf nicht gebraucht. Schlaf wird nicht gebraucht. Regeneration wird nicht gebraucht. Sexualität wird nicht gebraucht. Aber auch Selbstempathie, auch überhaupt Empathie wird nicht gebraucht. Auch visionäres, vorausschauendes Denken und Fühlen wird nicht gebraucht. All das wird runtergefahren zugunsten ich überlebe jetzt. Das heißt, das Reptilienhirn übernimmt jetzt die Führung aus den Konditionierungen der Vergangenheit. So, das heißt, das System steht unter Anspannung, bereit zu kämpfen. So, wenn dann der Vagusnerv völlig runtergefahren ist,
dann steht der Nerventonus nicht zur Verfügung für Verdauung, Sexualität, Regeneration, Selbstheilung, Schlaf und so weiter. So, was damals der Sägezahntiger war, ist heute der Sägezahntiger im Kopf. Nämlich die vielen kleinen Programme, ich muss noch. Ich muss lieb und nett sein, ich muss ordentlich sein, ich muss strukturiert sein, ich muss perfekt sein, ich muss das und das und das noch. Und plötzlich habe ich so viele Ich-muss-noch-Programme im Kopf, dass der Körper reagiert, als wenn der Sägezahntiger im Busch sitzen würde. Weil dieses Programm läuft seit dem Neandertal immer noch weiter, auch wenn gar keine reale Gefahr ist. Das bedeutet, das System ist ständig dabei, zu viel Zucker, zu viel Cholesterin und so weiter zu produzieren und vor allem aber auch Antikörper, Abwehrmechanismen, die gebildet worden sind und jetzt im System da sind, aber es findet ja gar kein Kampf statt. Das heißt, alles wurde aufgebaut, ohne dass es jetzt abgerufen wird. Das heißt, all das lagert sich jetzt im System ab und gleichzeitig kommt der Vagusnerv gar nicht mehr in seinen Tonus rein, weil permanent nur diese Adrenalindominanz vorliegt. Und das ist ein Drama heute, weil dieser Entzündungsdruck, der daraus entsteht, der führt zu einem Rattenschwanz von Krankheiten. Moderne Zivilisationskrankheiten. Das geht los mit Reizdarmsyndrom, das geht los mit Colitis, Morbus Crohn, das geht weiter mit Atherosklerose, mit Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, dann den ganzen neurodegenerativen Erkrankungen mit Alzheimer, Demenz, Parkinson und so weiter und hört dann auf mit den Krebserkrankungen und natürlich den Rheumaerkrankungen. Das heißt, Erkrankungen, die aus dem Entzündungsdruck heraus entstehen, aus diesem Autoimmunfeuer, das da angeheizt wird durch diesen übermäßigen Stress im Kopf und durch die mangelhafte Gegenregulation durch einen Vagusnerv, der nicht mehr stark genug ist, um immer wieder die Rhythmen wieder ins Gleichgewicht zu bringen, Einklang herzustellen. Er ist erschöpft durch den überstarken Sympathikus und es gelingt ihm nicht, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Das heißt, Menschen kommen von der Arbeit nach Hause und das System schaltet nicht von Sympathikus auf Parasympathikus um, weil es im Kopf weiter rattert. Und damit geht die Tür zur Regeneration, zur Selbstheilung nicht auf. Das ist dann der Punkt, wo man oft im Bett liegt und nicht schlafen kann, weil man weiß, noch eine ganze Zeit arbeitet. Genau. Und das verhindert die Regeneration, das verhindert die Selbstheilung, das heizt die schleichende Entzündung an und führt langfristig dazu, dass wir sehr vorzeitig altern und auch 10 Jahre kürzer leben, als es eigentlich unserem biologischen Potenzial entsprechen würde. Und wenn dann noch schlechte Ernährung dazu kommt und noch die ganzen Giftstoffe und dann noch die Nebenwirkungen von Medikamenten und dann noch 5G und Nahrungsmittel, die noch viel Omega-6 und Zucker enthalten und dann noch Alkohol und dann noch Nikotin, dann versagen irgendwann diese Selbstregulationskräfte. Dann kommt der Vagus da nicht mehr gegen an. Und deswegen ist es so wichtig, den Vagusnerv zu stärken. Und wenn Patienten zu uns zur Kur kommen, hier an Stein oder Meer, in meine Praxis für Gesundheit, und für eine Woche oder für 2 Wochen hier bleiben, dann geht es darum, den Vagusnerv mit allen Mitteln zu stärken. Da gibt es Infusionen, die den aufbauen. Da gibt es spezielle Akupunkturtechniken, da gibt es Meditationstechniken, wir haben spezielle Yoga-Begleitung, wir haben einen tibetischen Mönch. Alles Techniken, die wir anwenden, um den Vagusnerv in Gang zu bringen. Aber wir haben auch aus der Ganzheitsmedizin eine unglaubliche Wurzelrezeptur, eine Wurzelrezeptur, wo die besten Phytoadaptogene drin sind. Das heißt, das sind Heilwurzeln aus allen großen Kulturen unseres Planeten. Da ist Maca aus Mexiko drin, da ist die Maca-Wurzel, die Ashwagandha-Wurzel aus Indien, natürlich die Ginseng-Wurzel aus China, Astragalus-Wurzel aus dem nördlichen China, die Tiger-Wurzel aus der Mongolei, Rosenwurzel aus Kanada, Ingwer aus Arabien, also die besten Wurzeln von allen Kontinenten mit der Zielsetzung, den Vagusnerv zu stärken. Oder wie wir es im Chinesischen sagen würden, um das Erdelement zu stärken, die innere Verwurzelung, damit es uns leichter fällt, diesen Ankerpunkt in uns zu finden und ihn aufrechtzuerhalten.
damit es uns leichter fällt, innezuhalten und diesen Inhalt wiederzufinden, der uns dann von innen heraus inneren Halt gibt. Also Wurzelextrakte, Wurzelkraft, hier eine spezielle Rezeptur in Kapselform, um das Erdelement zu stärken, aber auch eine alte TCM-Rezeptur mit dem Namen Astragalus 10. Hier sind 10 traditionelle chinesische Heilkräuter drin in einer Rezeptur, die es seit 500 Jahren gibt, die nur das Ziel hat, einen Menschen von innen heraus zu festigen, damit es ihm leichter fällt, souveräner, resilienter in seiner Mitte, in sich selbst verankert zu sein. Eine unwahrscheinlich wichtige Rezeptur in der heutigen Zeit. Dann gibt es auch die Lungenrezeptur, eine Rezeptur aus der traditionellen tibetischen Medizin. Da spricht man von der Windkrankheit, die Krankheit des zu vielen Denkens, wo man so viel im Kopf ist, dass man schon neben sich steht, dass man durch den Wind ist, durch das viele Denken und gar nicht mehr im Fühlen bei sich ist. Und diese Lungenrezeptur hilft, wieder sich in sich zu verankern. Also Wurzelkomplex, also Wurzelkraft, Astragalus 10 und diese Lungenrezeptur, das sind Dinge, um den Vagusnerv zu stärken. Also die Kraft der Natur, der Hochdosismedizin aus der Natur hat hier Hilfreiches, was sie uns zur Verfügung stellt. Und gleichzeitig können wir dann mit Omega-3, mit Probiotika auch diese Mitteorgane stärken. Das ist der Darm mit seinem Mikrobiom. Hier entsteht auch eine innere feste Grundlage, wo wichtige Hormone gebildet werden, die auch für die psychische Stabilität und Resilienz zuständig sind. Dann haben wir auch das Wechselspiel der Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Wir brauchen viel mehr Omega-3 im System, um Entzündungsprozesse, die durch diese Übersäuerung entstehen, durch dieses zu viel Adrenalin kommt es zu Entzündung, zu Übersäuerung. Und mit Omega-3 können wir diese Übersäuerung, diese Entzündung runterfahren. Besonders dann, wenn dieses Omega-3 nicht aus Leinöl, sondern aus Algenöl kommt und dann noch gemischt ist mit CBD-Öl und Kurkumin in öliger Form. Also dieses Omega-3 Plus Algenöl, was ich hier in meiner Praxis einsetze, hat genau eben das Ziel, Entzündungsprozesse einzudämmen und mit dem guten Algenöl Omega-3 das System schön geschmeidig im Gleichgewicht zu halten. Mhm. Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, auch gezielter noch bei Erkrankungen, wie zum Beispiel, ich sprach eben vom Herzhirn, also hier ist die Intuition zu Hause, nicht diese innere Weisheit. Es gibt auch eine chinesische Rezeptur, die nennt sich Shisandra 13. Mhm. Man nennt es in China auch das Herztonikum des himmlischen Kaisers. Auch eine 700, 800 Jahre alte Rezeptur, die helfen will, so diese Herzensenergie, nicht nur das Herz zu stärken, sondern die Herzessenz mit mehr Fülle, mit mehr Herzlichkeit, nennen wir es ruhig so, nicht zu durchdringen, sodass diese Herzlichkeit auch sich in freundlichem Wohlwollen, in liebevollem Umgang, in Mitgefühl dann auch äußert, weil das etwas sehr Lebensbefriedigendes ist und auch dazu beiträgt, dass der Vagusnerv entspannt ist. Weil das ist letztlich ein Ausdruck von Fülle. Wenn ich Freundlichkeit, wenn ich Wohlwollen abgeben kann, dann immer aus der Fülle heraus. Und aus der Fülle heraus bin ich in meiner Gemütsruhe, bin entspannt und kann was geben, kann Energie auch geben. Und ein entspannter Vagusnerv kann ganz viel verschenken. Das heißt, der Vagusnerv hat Einfluss auf verschiedene Körperfunktionen, aber er beeinflusst dann auch eben unser Befinden. Ja, nicht? Also unsere Gemütsruhe, wir sagen ja, ein entspannter Mensch ist ein gesunder Mensch. Ein entspannter Mensch ist ein Mensch, dessen Vagustonus stärker ist als seine Adrenalinausschüttung, die er gerade hat. Und Patienten müssen bei uns gleich am ersten Tag ein Stress-EKG machen. Das heißt, wir sitzen am Schreibtisch und die Stress-EKG zeigt in einem Balkendiagramm über die Herzratenvariabilität, wie stark die Anspannung eines Menschen ist und wie stark sein Vagusbalken dem gegenübersteht. Weil die großen Stresserkrankung, der große Entzündungsdruck kommt nicht in erster Linie durch die hohe Adrenalinausschüttung, sondern durch die mangelhafte Gegenregulation durch einen erschöpften Vagusnerv.
Und daher ist es unser Ziel hier in unserer Praxis am Stein oder Meer, immer dafür Sorge zu tragen, dass wir den Vagusnerv stärken. Mit Infusionen, mit Kräutern, wie gesagt, Wurzelkomplex, die Lungenrezeptur, Astragalus 10, drei Rezepturen, die hier ganz klar im Mittelpunkt stehen. Der Vagusnerv ist ja Gegenstand vieler Forschungen mittlerweile. In der Medizin wird die Aktivierung des Vagusnervs bereits gezielt genutzt, zum Beispiel bei Depressionen. Haben wir auch ein schönes Interview darüber geführt. Welche Rolle spielt denn der Vagusnerv für die Psyche? Also umso stärker nennen wir es den Vagus-Akku. Kann man sich wie einen Akku vorstellen, wie eine Batterie, die voll sein kann. Umso voller diese Batterie ist, umso mehr fühlt sich ein Mensch in sich selbst sicher. Er ist unabhängig von Lob, von Respekt, von Beifall von außen, sondern er ist sich selbst genug. Er ist sich seiner Fülle bewusst. Er kann sich erfreuen an dem, was er haben und sein darf. Ihm fehlt nichts. Das ist, wenn die Batterie voll ist. Wenn die Batterie leer ist, dann laufe ich im Reptilienhirnmodus und suche überall da draußen nach etwas, was meine Leere auffüllt. Das setzt mich in noch mehr Stress und das macht das Leben noch bedrohlicher und noch stressiger. Dann bin ich neben mir und bin nicht der, der ich sein könnte. Also Ziel, volle Vagusbatterie. Dann habe ich auch eine beste Version von mir, ein Bild einer besten Version von mir und kann diesem Bild dann auch ja, mit Freude und Leidenschaft folgen. Man hat in Forschung auch festgestellt, dass bei manchen Patienten mit Hilfe von zum Beispiel Elektromuskelstimulation es gelingt, die Stimmung und die Motivation wieder anzuheben und zu verbessern. Was bringt denn eine elektrische Stimulation bei dem Vagusnerv? Also eine elektrische Stimulation bringt hier für einen Moment einen Impuls, aber der kommt nur dann auf fruchtbaren Boden, wenn er auch mit einem Mindset, mit einem Gedankenmuster in Kohärenz ist. Das heißt, ich muss in diesem Gefühl sein, dass ich ein Glückspilz bin. Ich muss ein Glücspilzbewusstsein in dem Moment haben. Was bin ich doch für ein Glückspilz, dass ich Hände habe, die sich bewegen, Finger, die zugreifen können, die feste zupacken können, Beine, die mich tragen. Und ich fange ganz klein an, mich zu erfreuen an dem, was ich haben und sein darf, in dem Umfeld, was meine Augen gerade erblicken. Wenn es auf so ein Mindset fällt, dann bringt das was. Wenn es einfach nur so ein Impuls ist, dann ist der zwar für den Moment da, aber eine Minute später ist er wieder weg. Das ist so, wie wenn ein Geistheiler einem die Hand auflegt. Das mag einem zwar in dem Moment erfüllen und erfreuen, aber 5 Minuten später ist er auch wieder weg. Wenn es nicht etwas anschiebt, was dann aus sich selbst heraus sich weiterentwickelt. Lässt sich denn auch der Vagusnerv trainieren und dadurch auch heilen? Absolut. Also die stärkste Das Stärkste, was wir haben, das sehen wir tagtäglich bei unserem Stress-EKG. Da lassen wir die Patienten am Ende 5 bis 10 Minuten atmen. Mhm. Die Aufzeichnung zeigt dann, dass mit jedem tiefen Meditationsatemzug der Vagusbalken hochklettert und der Sympathikusbalken runterkommt. Und wenn man dann sieht, dass man einen ganz eigenen Atemrhythmus hat, der maximal den Vagus stärkt und den Sympathikus runterbringt, dann macht das ein sehr, sehr gutes Gefühl. Mhm. Gibt es noch andere Möglichkeiten, auch den Vagusnerv zu stimulieren? Naja, wie gesagt, es gibt hier am Ohr so einen Punkt, den kann man massieren. Es gibt das Lächeln im Mund, es gibt das Summen hier, es gibt die Bauchatmung. Aber alle Atmungsformen, oder nehmen wir eine Atmungsform 4711, das wäre jetzt so ein klassischer Vagusstimulator. 4711 heißt, ich nehme mir 11 Minuten am Tag Zeit, um beim Einatmen bis 4 zu zählen, beim Ausatmen bis 7. 4711 atmen. Oder für die noch Fortgeschrittenen, ich tue immer wieder einfach nur meinen Atmen beobachten. Allein durch das Beobachten des Atmens wird er schon tiefer und regelmäßiger. Hat die Ernährung auch einen Einfluss auf den Vagusnerv? Ja, dadurch, dass 90% des Bauchhirns mit Vagusfasern durchdrungen ist, die vom Bauch zum Kopf laufen, ist also jegliche Qualität an Nahrung entscheidet darüber, wie wir uns fühlen und durch welche Brille wir die Welt wahrnehmen. Essen wir Fleisch aus der Massentierhaltung, essen wir auch die Essenz von Schmerz, von Leid, von Todesangst, von Stresshormonen mit
und dementsprechend gestresst und Panik, im Panikniveau gucken wir auf die Welt rund. Das müssen wir heute so sagen. Also es sprechen ganz viele Indizien dazu, dafür, dass es so ist, auch wenn wir das biochemisch jetzt nicht messen können. Mhm. Würdest du denn sagen, dass man den Vagusnerv tatsächlich komplett heilen kann? Ja, ne, also ich bin der Auffassung als Ganzheitsmediziner und bin jetzt fast 40 Jahre dabei. Ich habe beobachtet, alles, was kommt, kann auch wieder gehen. Alles, was aus dem Gleichgewicht gerät, kann auch Gleichgewicht wiederfinden. Wir können es nur vermasseln durch ungünstige Rahmenbedingungen. Durch ungünstige Ernährung, zu wenig Bewegung, zu wenig frische Luft, zu flache Atmung und so weiter. Mhm. Ne? Gelingt es aber, die Rahmenbedingungen gut zu gestalten, natürlich so zu gestalten, dass es zu uns passt, dann kann Selbstheilung auch wieder gelingen. Mhm. Was sind denn so typische Symptome, wo du merkst oder ja, das Gefühl hast, derjenige hat einen gestörten Vagusnerv? Nee, wir machen ja chinesische Pulsdiagnose, daran sehe ich sofort, ob der Vagusnerv, das Erdelement, geschwächt ist. Ich sehe, ob ein Mensch viel runtergeschluckte Wut gerade in sich hat oder unverarbeitete Traurigkeit oder ob er zu viel im Denken und Grübeln ist oder ob er in der Angst gelähmt und erstarrt ist. Das kann man wie Pulsdiagnose sofort raussehen. Und im Stress-EKG sieht man dann, dass dieser Sympathikusbalken so hoch ist und der Vagus nur ganz flach daneben sitzt. Hast du viele Patienten, die da Probleme haben, die da sehr gestresst sind? Ja, die Patienten, die zur Kur hier in Stein oder Meer kommen für 1 oder 2 Wochen, die haben das zu 95%. Das heißt, es nimmt halt wirklich auch immer weiter zu. Ja, die Adrenalindominanz verkürzt das Leben und gleichzeitig immer mehr Menschen stehen unter dieser Adrenalindominanz. Ihnen gelingt es nicht, einen gewissen Vagustonus aufrechtzuerhalten. Mhm. Ja, und dafür habe ich ja mein letztes Buch geschrieben, Mantra-Medizin. Nicht die heilsame Kraft der Mantras zur Stärkung der inneren Ausrichtung. Nicht die innere Ausrichtung, die innere Haltung, die innere Absicht, die kann ja in die Richtung gelenkt werden der heiteren Gelassenheit, der Gemütsruhe, nicht des entspannten, gut geerdeten, gut in sich verwurzelten Vagusnervs, sodass dieser Mensch, der in einem starken Erdelement, in einer starken inneren Verwurzelung ist, der kann auch sehr souverän handeln. Und der kann dann auch seine Zukunft ganz anders gestalten, als jemand, der jetzt im Opfer- oder Mangelbewusstsein festsetzt. Es sind ja nur Menschen, die, sag ich mal, immer diesen heftigen Adrenalinausstoß haben. Die kommen ja dann irgendwann zu so einem sogenannten Adrenalinmangel. Zu welchen Symptomen oder Krankheiten kann das führen, wenn ich da nichts unternehme? Ja, wie gesagt, es heizt Entzündungsprozesse an. Es hindert einen am Schlaf, das heißt, die Regeneration kommt nicht richtig zum Tragen und der Vagusnerv kommt einfach nicht hoch. Nicht? Und das führt dann letztendlich zu all diesen modernen Zivilisationskrankheiten, die auf diesen Entzündungsdruck zurückzuführen sind. Und wiederum die Adrenalindominanz ist der Auslöser dahinter. Und dahinter das Mindset, ich bin nicht genug, ich muss noch mehr und noch mehr und noch mehr tun. Und das Interessante ist, dass man festgestellt hat, dass Krebspatienten einen extremen Adrenalinmangel haben. Mhm. Ja, weil sie nicht die Kraft haben, Dinge zu verändern. Sie sind gefangen in ihrer Konditionierung und haben nicht die Kraft, eben out of the box zu denken und schon gar nicht über diese Terrorbarriere hinüberzugehen. Sie sollten wachsen, das ihnen aber nicht gelingt, wächst es woanders. Das wäre zur Sichtweise nach Dahlke. Ja. Nicht Krankheit als Weg, Krankheit als Sprache der Seele. Die Aufforderung von der Natur, unser Evolutionsauftrag ist Weiterentwicklung, neugierig weitergehen. Man könnte Krankheit auch definieren als Wachstumsverweigerung. Dann wächst es irgendwo anders. Eine psychosomatische Denkweise. Weil eine andere Denkweise ja ist, dass wenn man krank ist, dass man eigentlich schon in der Heilung ist. Was hältst du davon? Naja, die gesunde Krankheit, die Krankheit zwingt uns hinzugucken und sie ist sozusagen unser Trainer, unser Lehrer, die Themen anzugehen, mutig in die Themen einzusteigen, weil hinter dem Thema liegt die Gesundheit, liegt das Glück, liegt unsere Berufung, liegt die neue Begeisterung. Weil wenn es gelingt, das Thema aufzulösen, wird wahnsinnig viel Energie freigesetzt, die dann wirklich dafür zuständig ist, dass wir unser Potenzial schöpferisch zur Entfaltung bringen und wie eine schöne Blume das rausbringen, was da in uns veranlagt ist.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank. Wir sind schon wieder am Ende angekommen. Danke, dass ich bei dir sein durfte, Ingrid. Und ja, wünsche dir alles Gute. Bis bald. Ja, okay. Alles Gute dir auch. Bis Danke. Dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere jetzt unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und aktiviere natürlich auch das kleine Glöckchen. Möchtest du uns unterstützen mit einem Energieausgleich, dann findest du dazu alle Daten unten in der Videobeschreibung, sowie natürlich auch alle Links zu den Social-Media-Kanälen. Über deinen Besuch würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche dir viel Erfolg in deiner Gesundheit. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.